Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mario Power Tennis. Wir spielen mit Fly Guy gegen Mario im Blitz Cup der Fun Master Turniere. Und zwar in Varios Fabrik. Let's go! Nicht großartig quatschen. Wir kennen das Prozedere. Und mir fällt gerade auf, der Platz sieht echt gut aus. Manche Sachen sind schlecht texturiert. Aber die Pfeile zum Beispiel, das Tennisnetz und so weiter. Der Boden. Finde ich gar nicht so schlecht. Und Mario zeigt auch etwas IQ. Ist doch super. Opfer. So, Fly Guy, los geht's. Wow. Ja, jetzt muss er sich den nämlich holen. Nein, ich auch. Ich habe A gedrückt. Ich bin in die falsche Richtung geslidet. Mist. Egal. Kalter Tee. Nicht empfehlenswert. Vor allem nicht, wenn er so klebt. Was war das denn? Warte, das muss ich nochmal sehen. Ach, Mario wurde vom Fließband. Ah, ich verstehe. Ja, bei ihm ist das ja auf Stufe 4, wie ich gerade sehe. Das ist jetzt natürlich bitter, dass er seinen Powerball verschwenden musste. Oh, Mario! Hä? Was war das denn? Warum? Schön gemacht, Fly Guy. So muss das. Ja. Das war natürlich... Ja. Oh. Das war gewollt. Ich bin heute nicht sehr gesprächig, ne? Ja, ich merke schon. Sehr schön. Das möchte ich nochmal sehen. Einfach beautiful. Oh, schön gemacht, Mario. Nein! Ha, was war das denn? Null. So muss das. Und nicht anders. Papa.
Gleiger, Schlag geradeaus. Das ist nicht schwer. Warum sollte er auch? Dass ich hier noch den Punkt gekriegt habe, ist echt... Prost, ne? Ah. Ja, ja, mach mal. Was denn? Mario, das konnte ja nur schief gehen. Also, sorry. Ja, okay. Letzter Satz. Und dafür, dass wir erst mal 6 Minuten sind? 6,5. Ist das okay? Nein! Sehr schön. Der Schlag hatte richtig Wumms. Der war richtig schön ausgeholt. Sehr gut. So, und jetzt rein in die Olga. Ja. Das war natürlich bombastisch. Guckt es euch an. Wie ein Meister hab ich den gespielt. So, Mario, Aufschlag. Muss ich nicht verstehen, oder Mario? Das war einfach nur schlecht. Der nicht. Mario! Ja, jetzt rächt er sich. Hoho! Guckt euch das an, was der für einen Bogen gemacht hat! Einmal um ihn herum. Wie geil. Geht das beim echten... Geht das beim echten Tennis auch? Also nicht so lächerlich ins Ausschlagen wie ich gerade, sondern dieser Slice. Ist das physikalisch möglich? Ich bin da leider... Ja. Physik ist der kleine Bruder von Mathe und ihr wisst, wie sehr ich Mathe hasse. Aber das ist auch echt nichts Neues. Oh, 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 Championship-Ball. Wir beenden es mit Stil. Ich sag doch mit Stil! Mamma mia! Ist schon vorbei? Oh, das war das Finale. Ja, ja, logisch. Die Credits gucken wir uns nicht an.
Das habe ich schon mal total unnötig rausgeschnitten. Ich werde es nicht wieder tun. Habe ich irgendwas? Ich habe nichts freigeschaltet. Gar nichts. Was genau hat mir das jetzt gebracht? Ja, dass Flyger diese Pokale hier hat, die beiden. Im Doppel haben wir noch gar nichts gemacht. Okay. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Ach, ich drücke nicht Minispiele. Das müssten wir auch noch machen. Ich bin ehrlich, ich mache jetzt hier erstmal einen Cut und überlege, wie ich jetzt weiter vorangehe. Sorry für den Cut, da bin ich wieder. Es ist natürlich klar, womit wir weitermachen. Und zwar spielen wir mit Fly Guy die Star-Turniere. Oder das Star-Turnier. Und angefangen natürlich mit dem Regenbogen-Cup. Keine Ahnung, was ich beim letzten Mal für einen Hänger hatte. Ich glaube, ich war einfach durch. Ja. Und auch ein kleines bisschen angepisst vom Spiel. Tut mir sehr leid, jetzt geht's weiter. So, ich bin gegen Yoshi. Und ich hoffe, das Spiel ist sozial. Ich kann nichts versprechen. Aber, ja, man kann ja hoffen, ne? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich überlege gerade, worum man sprechen kann. Ich habe mir Gedanken gemacht, was ich nach Mario Power Tennis Let's Playen möchte. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, ich möchte Mario Power Tennis zu 100, also wirklich zu 100% Let's Playen. Fakt ist leider, das wird sehr, sehr lange dauern. Und das wiederum bedeutet, es wird zwischendurch Pausen geben. Gewollte Pausen, eingeplante Pausen und das wird sich ziehen. Das wird sich eine sehr lange Zeit ziehen. Ich werde nach diesem Turnier mit Fly Guy ja entweder noch mit einem Charakter spielen. Ich hatte nämlich Buhu in Aussicht. Das habe ich, glaube ich, erzählt. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber es könnte halt auch passieren, dass ich nach Fly Guy sage, nee, ich brauche eine Pause vom Spiel. Das Spiel hat mir, solange ich es gespielt habe, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch immer noch Spaß daran. Aber ich würde ganz gerne für mich, also sowohl für mich persönlich als auch für den Channel etwas Abwechslung bringen. Um dann wieder so ein bisschen Lust nach Mario Power Tennis zu generieren. Klingt vielleicht bescheuert, ist es vielleicht auch, aber ich werde es so machen. Ja, doch. Was da kommen wird, wie lange das geht, wie ausführlich ich das Let's Playen werde, das seht ihr dann, wenn es soweit ist. Ich möchte da nichts spoilern, beziehungsweise falls irgendwas dazwischen kommt, möchte ich nicht, dass sich Leute darauf gefreut haben und es dann nicht kommt. Nicht, dass ich euch nicht verraten möchte, was es ist. Einfach aus Grund XY. Ich möchte euch einfach nichts, ja, vorgaukeln und euch dann enttäuschen müssen. Das ist mir viel wichtiger, als euch, ich sag mal, zu verheimlichen, was jetzt als nächstes kommt. Ich würde es mal so definieren. Ich freue mich drauf. Und ja, ich möchte nicht so viel verraten. Meine Liste ist lang.
Und das passt auch, glaube ich, zeitlich ganz gut. Ich hoffe, das kommt gut an und ich hoffe, das macht auch viel Spaß. Ich kann ja mal an der Stelle erwähnen, das habe ich schon öfters gesagt, dass Mario Power Tennis ein Let's Play bzw. Projekt ist, welches komplett vorproduziert ist. Bedeutet, am heutigen Tag, das wäre dann jetzt der 17.04., kam noch nicht eine Mario Power Tennis Folge. Noch nicht eine einzige. Hab ich, ja, hochgeladen schon, aber halt noch nicht veröffentlicht. Und ja, dementsprechend bin ich gespannt, wie das bei euch ankommt. So, Yoshi, genug gequatscht. Jetzt mache ich dich fertig. Jetzt, op, Fly Guy, sag mal. Ey, Yoshi, der hat sich gut gehalten. Auf jeden Fall. Oh, ich habe vergessen. Oh, das muss ich zur nächsten Folge gleich mal machen. Ich habe vergessen, in der Cam den Farbfilter umzustellen, also den Weißabgleich. Das geht aber noch, verdammt, das ist okay. Dafür, dass helllichter Tag ist und ich hier noch die Schreibtischlampe anhabe, ist das völlig in Ordnung. So, Yoshi. Das war lame. Abschließend möchte ich noch sagen, dass uns Mario Power Tennis noch eine sehr lange Zeit begleiten wird. Ja. So. Übrigens, ich habe ja gesagt, bei dem Funmaster-Turnier, also der Feuer- und der Blitzcup, war ja so gesehen umsonst, weil wir nichts freigeschaltet haben. Das stimmt nicht ganz. Wir haben zwar keinen Charakter freigeschaltet, aber es wird trotzdem in den Statistiken gut geschrieben. Also ich sag mal gut geschrieben. Denn wenn man sich anguckt, welcher Charakter welche Pokale gewonnen hat und so, dann ist Flyger jetzt auch bei dem Feuer- und Blitzcup. Verschrieben. Ihr wisst, was ich meine. Und auf jeden Fall, das gehört auch zu den 100%. Das gehört leider auch zu den 100%. Das heißt leider, das sorgt dafür, dass wir viel zu tun haben, keine Langeweile herrscht und dass ein relativ langes Display wird. Oh, 15 Uhr, stimmt das? Ja, stimmt. Ich habe heute nicht ganz so lange geschlafen. In einer der letzten Mario Power Tennis Aufnahmen oder Aufnahmesessions fing ich so um 16 Uhr an, weil ich so bis um 2 Uhr geschlafen habe. Das war jetzt heute nicht der Fall. Ich habe heute mal wieder gut geschlafen. Darüber kann ich mal eben kurz reden. Ich habe die letzten Nächte echt mies geschlafen. Ich habe lange gebraucht zum Einpennen. Hab dann allgemein schlecht geschlafen. Wurde zwischendurch wach und hast du nicht gesehen. Schlimm, richtig schlimm. Ich weiß nicht, woran es liegt. Viele sagen ja, es liegt am Mond. Eigentlich bin ich so gläubig ja gar nicht, ne? Also so Geschichten wie Gott und so, ne? Also, es ist ein schwieriges Thema. Aber ganz ehrlich, so die Sache mit dem Mond, dass der dafür sorgt, dass man nicht schlafen kann, da gibt es verschiedene Aspekte. Also wenn man sagt, ich konnte nicht schlafen wegen dem Mondlicht, weil der Mond halt so hell ist, wenn Vollmond ist zum Beispiel, das kann ich nachvollziehen. Aber andererseits, ich bin die letzten Nächte nachts ins Bett gegangen. Also sprich 1 Uhr nachts
und die Jalousie ist unten. Also da kommt kein Mondlicht durch. Also das funktioniert nicht. Und das würde mich auch nicht stören. Denn ich habe früher immer mit Nachtlicht geschlafen. Also Nachtlicht hört sich jetzt so ängstlich an. Ganz früher ja, weil ich Angst hatte, gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Ich hatte damals echt meine Probleme mit Dunkelheit. Das habe ich heute immer noch. Also zwar nicht mit der Dunkelheit, aber zum Beispiel mit Höhe. Ich stand gestern bei meiner Oma auf dem Balkon, um einen Sonnenschirm aufzustellen. Und ich hatte zwischendurch echt Bammel, dass mir der gesamte Schirm mitsamt Person runtersegelt. Also ich habe auch heute noch meine Probleme mit Höhen. Und so war das halt früher auch mit Dunkelheit. Und auf jeden Fall, dann fing ich an, das Nachtlicht anzulassen, nicht weil ich Angst hatte, sondern einfach, weil ich war es gewohnt. Und B, wenn ich dann mal nachts wach werde, weil ich aufs Klo muss, weil ich Durst habe und die Küche muss und mir was zu trinken holen muss, oder irgendwie so, dann ist Licht an und ich lege mich wenigstens nicht auf die Fresse. Hört sich lame an, aber es ist so. Wir haben auch im Flur immer die Kommode an, also nicht die Kommode. Auf dem Schuhschrank haben wir noch eine Lampe stehen. Sieht aus wie eine Wohnzimmerlampe. Ja. Und ist gang und gäbe. Ja. Und auf jeden Fall, also daran kann es nicht liegen am Mondlicht. Darauf wollte ich hinaus. Andererseits, der Mond hat ja auch so seine Aura und seine... Was weiß ich, ne? Wie gesagt, ich bin ja nicht sehr gläubig. Gläubig, ihr wisst, was ich meine. Aber da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es daran liegt, weil es gibt keinen anderen Grund. Ich habe gestern ein bisschen mehr gemacht. Wir hatten gestern eine Corona-Party. Also das nennen wir so, das war keine richtige Corona-Party. Also wir haben niemanden eingeladen oder so. Wir vier saßen, Kernfamilie, saßen im Wohnzimmer und haben Mario Kart 8 auf der Switch gespielt. Haben ein bisschen genascht, haben gelacht und ne, ein bisschen Zeit haben miteinander verbracht. Wir haben die Zeit genutzt, in der wir jetzt zu Hause sind, um mal ein bisschen wieder was zusammen zu machen. Und danach war ich echt durch. Weil Mario Kart mit Freunden und Familie, danach hasst man sich einfach nur noch. Danach hasst man sich. Traurig, aber wahr. Und ja. Wir sind am Ende der Folge. Auf jeden Fall, danach war ich echt durch und konnte vielleicht deshalb gut schlafen. Weiß ich nicht. Ja. Ich muss mich jetzt an dieser Stelle leider von euch verabschieden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.